Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in TSW 2. Wir sind heute mal wieder auf der Taranta-Rampe unterwegs, auf der S3 zwischen Dresden und Tarant. Und wir fahren einen Triebwagen, der in dieser Lackierung sehr außergewöhnlich ist hier in Dresden. Denn wir fahren einen Triebwagen, einen S-Bahn-Triebwagen, ein Talent 2, mit Lackierung der S-Bahn Mitteldeutschland. Das liegt einfach daran, dass die S3 oder beziehungsweise die S-Bahn Dresden hier Fahrzeugmangel hat. Und bevor sie dann die Leistung auf der S3 kürzen müssen, haben sie gesagt, okay, dann fragen wir mal in der anderen sächsischen Metropole nach, ob die noch einen Zug übrig haben, den wir uns mal für ein paar Tage leihen können, wo die anderen Fahrzeuge in der Werkstatt sind. Und deswegen fährt jetzt hier ein Triebwagen der S-Bahn Mitteldeutschland, ein Talent 2, auf der S-Bahn Dresden. Ich würde sagen, wir starten rein. Ich fand das ganz interessant, das Szenario. Dann lass uns mal hier alles einstellen. Fahrzeugsender nach vorne, Türen auf. Und ja, interessant ist, dass es hier im Dresden Hauptbahnhof scheinbar das Dach nicht mehr ganz dicht ist. Nein, das liegt am Zug. Das ist nicht die Strecke. Also die Strecke hat da schon, dass die Dächer, ja, ruckelt die Polter, dass die Dächer dicht sind. Aber der alte Zug, dieser alte Triebwagen hier, der ist ja noch aus ganz Anfangszeiten von TSW, hat das glaube ich nicht, da war irgendwie so ein Bug drin. So, dann wollen wir hier mal gleich losfahren, wir haben noch anderthalb Minuten. Ihr habt schon gerade gesehen, es hat schon leicht geruckelt, ich hoffe aber, dass es sonst besser laufen wird, denn ich habe ein bisschen was umgestellt an den Einstellungen. Ich hoffe, dass das ein bisschen besser läuft, denn die Strecke hatte kleine Ruckler in den letzten Fahrten immer, das habt ihr sicherlich gemerkt. Jetzt habe ich ein bisschen was umgestellt nochmal bei OBS und mal sehen, ob es jetzt ein bisschen besser läuft. So, ja, dann warten wir auf Abfahrt. Interessanterweise ist diese Fahrt hier, ach, wir müssen glaube ich noch was einstellen, bevor ich es wieder vergesse, mache ich schon mal, weil der hatten wir öfter Probleme, dass der hier die Parkbremse nicht löst. Und ist das hier? Ist der geschlossen? Das sieht aber so aus, ja, ist geschlossen, gut. Vielleicht war die Parkbremse noch angelegt, das passiert nämlich öfter mal bei dem Zug. So, das Interessante ist, diese Fahrt ist eine Fahrplanfahrt. Also scheinbar, ich glaube, das ist nicht so gewollt, aber man kann hier tatsächlich diese S3-Fahrten auch mit einer S-Bahn Mitteldeutschland fahren. Und solange das noch im Spiel ist, habe ich mir gedacht, machen wir es doch einfach mal. Und deswegen, weil ich glaube, das werden sie wieder rausnehmen, weil das soll eigentlich nicht so sein. Ich finde es ja immer ganz schön, wenn man im Fahrplanmodus einfach fahren kann, was man will. Also wenn es dann vielleicht so einen Off-the-Rails-Modus für den Fahrplanmodus gibt. Also wie im Szenario-Editor heißt der Off-the-Rails-Modus, heißt du kannst alles fahren. Du wählst eine Fahrplanfahrt aus und sagst, aber ich würde dir jetzt ungern hier irgendwie die S-Bahn fahren, sondern ich nehme da irgendeinen anderen Zug und fahre den. Der KI-Verkehr bleibt natürlich realistisch. Aber was du da fährst, ist relativ egal. Ich weiß, dass es im Moment nicht möglich ist, weil sie da Probleme haben mit Ersetzen von Zügen, die irgendwie mehr und weniger Wagen haben und so. Ich glaube, das geht im Moment nicht. Aber ich fände es irgendwie ganz cool. Ich meine, ich wage es irgendwie, wenn man die Freiheit hat, einfach zu machen, was man will. Und man muss es ja auch nicht mal alles so realistisch und so ernst nehmen. Das finde ich irgendwie auch ganz schön, auch wenn es ein Simulator ist. So. Sonst würde ich ja auch nicht das Format hier, was machst du denn hier zum Beispiel, machen, wo ich irgendwelche Fahrzeuge auf Linien fahre, wo sie überhaupt nicht hingehören. Also ich mag das irgendwie. Einfach die Freiheit zu haben, zu machen, was... Einfach die Freiheit zu haben, hier zu fahren, was man will. Das wäre schon ganz cool. So, wir haben ein wunderschönes Badewetter. Also, ja, Dreckswetter echt. Draußen hier. Und das wird interessant mit den Bremsen. Ich muss sagen, die Performance, bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich habe so kleine Ruckler schon gemerkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie besser läuft als letztes Mal. Das kann ich jetzt gerade nicht beurteilen. Das müssten wir so ein bisschen im Auge behalten. Ich kann leider mein PC nicht aufrüsten gerade. Also wahrscheinlich müsste ich da eine Grafikkarte aufrüsten. Und habt ihr euch mal die Grafikkartenpreise angeguckt? Das Geld habe ich echt nicht dafür übrig. Sorry. Das gebe ich auch nicht dafür aus. Dafür... Ja, Bitcoin-Miner. Die habe ich auch gefressen. Also wenn mir so ein Bitcoin-Miner mal unter die Nase kommt, dann gnade dem Gott. Ich würde dann, glaube ich, nicht nett Hallo sagen. Ich hasse das, dass diese Grafikkarten so teuer sind, weil die Leute alle so Bitcoin-Scheiß machen. Boah. Nein, ich würde. Das ist echt zum Kotzen. So, da kommt gerade 612er uns entgegen. Sehr schön, man hört auch schön die Dieselmotoren. Und dann geht es jetzt weiter
in Richtung Dresden-Plauen erstmal. Was ich jetzt ganz vergessen habe. Können wir das machen? Können wir sogar während der Fahrt machen. Sehr gut. Falls ihr euch wundert, warum fahren wir den mittlere Zugart? Das ist ein Bug an dem Triebwagen tatsächlich. Das Problem ist, dass ja irgendwie nur mittlere Zugart einstellbar ist. Was natürlich doof ist, weil man dann, wenn es blinkt, auf 55 runterbremsen muss. Ich hoffe, dass das trotzdem, ja, dass wir das trotzdem einigermaßen fahren können. Also es sollte uns außer an Stellen, wo wir runterbremsen müssen und beeinflusst werden, sollte uns das keine großen Probleme bereiten. Ist natürlich ein bisschen doof, aber komm, passt schon. Siefer. Und eine weitere 612er Doppelgarnitur. Ganz schön viel 612er Verkehr, ja? So, dann können wir jetzt hochbeschleunigen. Ach ja, und vor allen Dingen, wir können hochbeschleunigen, aber wir haben halt auch Radschlupfen. Ah, er hat aber echt Probleme hier gerade schon. Man merkt den Regen schon deutlich. Wo ja eigentlich, ich hatte das schon mehrmals gesagt, soweit ich weiß, das größere Problem für Züge ganz so sanfter Regen ist, so ein bisschen Regen. Oder wenn die Schienen so durch Laub glatt sind oder raureif oder irgendwas. Da sind die viel glatter, als wenn der Dauerregen, richtig stark Regen runterkommt und die einfach das wieder wegwäscht, sozusagen, dass sich kein Flüssigkeitsfilm so wirklich stark bilden kann. Beziehungsweise ist ja dann nicht nur Flüssigkeiten, sondern auch andere Materialien. Das ist dann schon. Ich glaube, das ist mit so sanften Regen noch ein bisschen gefährlicher, das Rutschen, als hier mit Starkregen. Was man im ersten Moment nicht denkt, aber im zweiten Moment dann schon logisch klingt. So, wir sind in Dresden-Plauen. Dresden-Plauen ist so dieser Industriehalt, wie sage ich immer. Ich mag den Bahnhof sehr, sehr gerne. Das ist ja hier wirklich so Industriecharme. Was uns in TSW tatsächlich noch gefehlt hat, finde ich. Also man hat es natürlich auf der britischen Strecke ein bisschen auf Northern Transpennine. Das ist ja auch so typisch britische. Oder Tees Valley Line. Das ist die Industriestrecke. Eigentlich die Industriestrecke Tees Valley Line. Aber so eine deutsche, wo man so Industrieanlagen noch sieht, auch wenn sie hier wahrscheinlich größtenteils nicht mehr in Betrieb sind, ist schon etwas außergewöhnlich. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir vernünftig bremsen. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher mit den Bremsen hier bei dem Regen. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir den noch runterkriegen hier. Das ist nämlich, glaube ich, gar nicht so leicht mit Radstopp. Wir bremsen mal ganz vorsichtig am Anfang und steigern uns dann ein bisschen, gucken, ob wir den gut runtergebremst kriegen oder ob wir dann Probleme kriegen. Ab wann wir Probleme kriegen mit Radschlopf und so. Deswegen bremse ich jetzt erstmal sehr sanft. Auch wenn wir dadurch 15 Sekunden zu spät sind. Besser als wenn wir hier mit Radschlopf am Bahnhof vorbeischießen. So. Gucken mal von außen den ganzen Zug an. Habe ich den eigentlich gerade schon von außen gezeigt? Weiß ich gar nicht. Ja, guck mal. Da steht er. S-Bahn Mitteldeutschland. In Dresden. So, Türen zu. Wir lösen die Bremse. Und machen uns auf den Weg nach Freital-Potschappel. Mit einer der schönsten Bahnhofsname. Konkurriert mit dem anderen Bahnhofsnamen hier auf der Strecke Edelkrone. Und auf der anderen Dresden-Strecke Weintraube. Irgendwas mit Bola Weintraube hieß der, genau. Vergesst nicht mal den Namen. Aber Weintraube, den Teil habe ich mir gemerkt, des Bahnhofsnamens. Auch sehr schön. So. Sehr, sehr schöne Bahnhofsnamen. Es ist natürlich hier wirklich ein Dreckswetter. Da sehen wir mal wirklich gar nichts von der Strecke. Aber wir sind ja auch schon öfter mal im schönen Wetter abgefahren. Da habt ihr schon genug gesehen, würde ich sagen. Deswegen fand ich es mir auch mal ganz schön, hier im Regen zu fahren. Und Regen ist eigentlich auch so der Performance-Fresser. Habe ich zumindest festgestellt. Zumindest damals bei München in Augsburg war es extrem. Deswegen will ich gucken, ob die Aufnahme nachher was geworden ist hier im Regen. Kann nämlich sein, dass er dann... Wenn er damit Probleme hat, dann weiß ich, dass die Einstellung nicht ganz so gut war. Dann stellst du vielleicht wieder zurück. Aber ich guck mal, ob das vielleicht besser ist. Also ich muss sagen, im Moment läuft es ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Die Performance. Ich weiß aber noch nicht,
wie das nachher das Video aussieht. Ne? Das kommt ja auch so ein bisschen drauf an. Wenn das jetzt hier super performance hat, aber das Video nachher die Aufnahme irgendwie kürzer ist, dann sollte ich vielleicht die Einstellung wieder zurückstellen. So. Wir befinden uns jetzt hier im Tal des Flusses, dessen Namen ich immer noch nicht weiß. Man hätte ja mal googeln können, ne? Zwischendurch. So, hier die schöne Autobahnbrücke. Schöne hohe Autobahnbrücke. Wo war denn das noch mit so einer hohen Autobahnbrücke? Ich weiß es gar nicht. Rücken der TSW-Strecke gab es auch so eine hohe Autobahnbrücke, die so rüberführte. Keine Ahnung. So, links ist, glaube ich, diese Mühle, ne? Das ist ja, glaube ich, eine Getreidemühle, die relativ spektakulär aussieht, in der wir jetzt vorbeifahren. Die werden aber leider hier nur so wahrnehmen, so im Schatten wahrnehmen, weil es hier total verregnet ist. Müssen wir nochmal darauf achten, wenn wir hier nochmal so lang fahren. Wir werden ja auch nochmal so lang fahren. So, 1,3 Kilometer bis Dresden, bis Freital, Potschampel. So, Dresden sind wir jetzt raus. Und wir müssen bremsen. Auch müssen wir noch nicht. Ich bremse ja wieder viel zu stark. Ja, weil ich ein bisschen Schiss habe. Ich wollte mal gerade mal gucken, wie stark man bremsen kann. Aber 75% scheint da noch zu packen. Jetzt haben wir natürlich sehr, sehr stark gebremst. Wir sind natürlich jetzt auch ein bisschen zu spät. Aber bei dem Radschlupf habe ich halt wirklich ein bisschen Schiss, dass ich am Bahnhof vorbei donnere. Das ist schon... Dann doch lieber, bevor wir hier gleich wieder zurücksetzen müssen, dann lieber ein bisschen vorher ein paar Sekunden verschenken beim Einfahren in den Bahnhof. So. Aus 50 km/h sollte doch möglich sein. Dann bremsen wir uns gleich mal rein hier. So. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das mit dem nächsten Update schon nicht mehr möglich ist, hier die S-Bahn Mitteldeutschland auf der Strecke zu fahren. Und so wollte ich das hier nochmal ausnutzen. Wenn man schon einen Fahrplan mit der S-Bahn Mitteldeutschland fahren kann, kann man es auch mal machen. Auch wenn es ein bisschen fiktiv ist. Aber wie gesagt, vielleicht, wenn wirklich mal irgendwo Fahrzeugmangel ist, dann kann es auch bestimmt mal sein, dass die sagen, hey, wir brauchen mal für 3 Tage, braucht ihr den gerade? Ihr habt doch gerade noch einen Zug übrig. Ich glaube, das geht schon. Passiert schon mal. Und ein langer Weg hat er jetzt ja auch nicht. Wir haben mal von Leipzig nach Dresden rüberfahren, überführen. Das geht ja voll. So. Dann. Warten wir hier nochmal ganz kurz. Auf Abfahrt. Dann zu. Und. Lösen die Bremse. Und fahren ab. Stufe 5 sollte hoffentlich gehen, denke ich. Versuche mit 71% abzufahren. Mal gucken, was er sagt. Scheint aber zu laufen. Bisher. Ja, 120 haben wir gleich. Wir müssen ein bisschen gucken mit dieser einen Stelle, wo man 70 fahren muss. Ich glaube, an so einer einen Stelle muss man nämlich irgendwie 70 km/h fahren. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Vor allem kann es sein, dass uns die 55 dann blinken. Da müssen wir nämlich unter 55 fahren. Mal gucken. Nein, glaube ich nicht, aber. Wir müssen auf diese 70 auf jeden Fall aufpassen. Weil ich bin ja die Fahrt schon mal andersrum gefahren. Im Schnee. Und da kann ich mich an so eine Stelle dran erinnern, wo ich eine Zwangsel gekriegt habe. Ich glaube, da habe ich sogar, als ich mit der 612 hier gefahren bin, auch eine Zwangsel gekriegt. Es ist ja, wie gesagt, bei mir keine Lernkurve vorhanden. Das hatte ich schon mal gesagt. Irgendwie so, selbst wenn ich zum 10. Mal in eine Stelle rein donnere, das heißt nicht, dass ich beim 11. Mal irgendwie gelernt habe. Dass ich dann irgendwie mal anfange, mir zu merken, oh, da ist eine Stelle, wo du vielleicht aufpassen musst. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht so. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir den runterkriegen. Sollte aber gehen. Fahren wir denn bis zur Verspätung? Jetzt ja, so ein paar Sekunden, aber das ist in Ordnung. Ich traue mich jetzt aber, wie gesagt, hier nicht nochmal Leistung aufzuschalten. Wir kriechen gerade, verdammt, ne? Ich habe
wirklich ein bisschen Panik, dass wir hier über die Bahnhöfe hinausschießen. Weil ich glaube, 60 ab Bahnsteigsanfang ist bei dem Regen schon echt riskant, würde ich fast sagen. So. Und die Bahnhöfe sind ja jetzt auch nicht so lang, ne? Das ist ja nicht so, dass jetzt da, dass du da Massen Platz hast nach hinten, wenn du ein bisschen dich verbremst, sondern du musst ja dann schon relativ genau bremsen. So, was haben wir? 30 Sekunden haben wir jetzt. Ja, wir sollten ein bisschen besser fahren. Langsam. Lange halten tut man eh nicht. Diese Haltezeiten auf dieser Strecke sind echt gering. Und nicht nur bei der S-Bahn, da kann ich es ja noch verstehen. Aber irgendwie bei dem Interregio Express irgendwie auch, da hältst du auch nur eine Minute, eine halbe Minute und zack, darfst direkt weiterfahren. Obwohl, hier hältst du irgendwie länger. Gefühlt hältst du am längsten mit der S-Bahn auf der Strecke. Komisch. Mit dem ERE hatte ich niemals so lange gehalten. Da durfte ich dann direkt weiter. So, Tür zu. Und dann der nächste Halt, Freital-Heinsberg mit der wunderschönen Nebenbahn bzw. Schmalspurbahn, von der wir heute vermutlich aber nicht so viel sehen werden, weil ja das Wetter es nicht so ganz zulässt, würde ich sagen. Man erahnt so die wunderschönen Landschaften. Wo hier sind eher Häuser, wo wir gerade sind. Wir sind ja in Freital. Aber nachher fahren wir ja noch so ein bisschen durch die Schlucht. Da erahnt man das eher so. Und 600, 800 Meter. Dann sollten wir, na, ein bisschen können wir noch beschleunigen. Aber ich habe halt wirklich ein bisschen Schiss davor, an den Bahnhöfen vorbeizuschießen. Wir haben aber auch Zeit, ne? Eigentlich ist es voll entspannt. 60. Ich finde, der Fahrplan ist jetzt... Gut, der Fahrplan ist halt für die 143 ausgelegt. Ne? Wir fahren immer noch einen Triebwagen, der wesentlich besser beschleunigt. Das muss man natürlich auch im Kopf behalten. Da können wir solche Spirenzchen hier schon fast machen. Rechts jetzt die Schmalspurwagen, die wir uns gleich nochmal anschauen. Aber ich versuche jetzt erstmal vernünftig zu bremsen. Und das könnte schon... das wird schon eng. Das meinte ich nämlich. Jetzt kriegen wir Radstopp und jetzt fährt hier gar nichts mehr. Deswegen habe ich vorhin so knapp gebremst. Kriegen wir den Halt noch? Nee, das setzen wir zurück. Das meinte ich wirklich. Du hast so ein bisschen nicht aufgepasst. Gerade kurz an die Wagen gedacht. An die schönen Schmalspurwagen, die wir uns gleich noch angucken werden. Und dann hängt man hier bei dem Wetter. Der ist halt, auch dieser Wagen, dieser Zug ist halt wirklich dafür geeignet, so schön mal ein bisschen Radschlupf zu bekommen. Hat keiner gesehen, dass wir jetzt zurücksetzen. Aber deswegen fahre ich mit 30 oder so in diese Bahnhöfe gerade rein. Das hat schon alles seinen Sinn. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich über dieses Signal rüberkommen, aber das bleibt grün, sehr gut. Das ist ja immer so ein bisschen ein Problem, wenn man zurücksetzt. So. Und zack. Türen auf. Ich wollte euch kurz die Wagen zeigen da unten. Ja, man erahnt sie, ne? Da links unten. Schmalspurwagen. Sehr schön. Gut, dann. Haben wir jetzt natürlich Verspätung. Jetzt haben wir wirklich Verspätung. Wir sollten dran denken, das hier wieder nach vorne zu schalten. Mal die Bremse fast zu lösen, leicht in der Bremse noch drin zu stehen. Obwohl, wir stehen eigentlich auf gerade, aber trotzdem. So, Türen zu. Und auf 71%, das ging ja vorhin ganz gut ungefähr. 69 fast auch. Von der Beschleunigung her, da hat er keinen Radschlupf bekommen. Lassen wir ihn mal auf die 100. 90 sind es, glaube ich, hier auf die 90 durchbeschleunigen.
Oh, ja. Eine stille Zwangse, was ist los? Keine Sounds mehr. Das war eine stille Zwangse. So wie stille Alarm, so in der Art. Nee, ich wollte sagen, ja, das war eine Zwangse, weil ich daran nicht dran gedacht habe. Nach dem Rücksetzen habe ich natürlich, war ich natürlich im Wechselblinken. Ich habe seit letzter Zeit ein Talent dafür, in Wechselblinken reinzufahren. Das ist echt nicht mehr feierlich, was ich in letzter Zeit mache, was Wechselblinken angeht. Ach, ordentlich 100% hier, komm. Und der nächste Halt ist Freital-Heinsberg-West. Und ich glaube, nach Freital-Heinsberg-West kommt so eine Kurve. Da müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Und merke, ich war gerade sogar zu schnell. Ich glaube, ich bin 60 Bahnsteig einfahren gefahren oder so. Und ich war zu schnell. Ich habe den da nicht mehr runtergebremst auf den letzten Metern gekriegt. Weil er dann in den Radstopp reingerutscht ist. Und dann rutscht er halt wirklich. Ne? Deswegen kriege ich da so in diese Bahnhöfe rein. So, was haben wir? 600 Meter. Gut, wir gehen jetzt schon langsam in die Bremse. ...1,4 Kilometer gelbes Signal voraus. Okay. Müssen wir da vielleicht einen Zug vorbeilassen? Wäre natürlich cool, aber ich glaube nicht. So, wir bremsen schon mal ein bisschen. Ein bisschen mehr, bitte. So. Auf. Und dann geht's weiter. Ich glaube, Freital, wir halten fahren ja auch fast nur durch Freital. Also irgendwie ist gefühlt diese S-Bahn 90% in Dresden und Freital unterwegs. Und dann fährt es auch kurz rüber nach Tarant und dann war es das. Ich finde die Streckenlänge aber sehr angenehm, ehrlich gesagt. Schöne S-Bahn-Strecke. Keine so eine lange S-Bahn-Strecke, sondern relativ kurze. 800 Meter gelbes Signal. Ich frage mich, ob wir da wirklich noch rotes Signal kriegen oder ob wir wieder irgendwo fahren über diesen Ort. Und dann muss er gucken, ob da noch irgendwas anderes fährt. Wäre natürlich schade. Also prüfen wir das jetzt, wenn ihr wirklich im Verzug gleich uns in die Überholung gehen oder so. Und gleich eine so ein 612 an uns vorbei donnert. Das wäre schon cool. Und wir dürfen wieder. Und dann sind wir gleich schon in Tarant. Ach so, das ist, merkt man gar nicht so, dass das so schnell geht dann. Deswegen das gelbe Signal. Gut, dann ergibt das Sinn. Wir sind nämlich gleich schon in Tarant. Und schon eine halbe Stunde. Es macht einfach Spaß. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir eine halbe Stunde schon unterwegs sind. Aber wie gesagt, eine halbe Stunde länger für eine kurze S-Bahn-Strecke, die auch noch zu Ende ist, weil das ist ja die gesamte S3-Strecke. Manchmal fährt noch eine S3 bis... Es gibt manchmal noch so verlängerte Fahrten, die fahren bis... Freital, glaube ich. Oder? Ne, Freital war das gerade. Jetzt verwechsel die Orte immer hier. Was war denn das noch da hinten? Freiberg. Genau, Freiberg ist das doch, oder? Bin ich jetzt doof. Egal, auf jeden Fall da hinten, genau. Dort fährt man schon auch eine S-Bahn verlängert hin. Die fährt dann doppelt so lang. Ich glaube, die fährt hier 29, wenn man 50 fährt. Und die andere fährt halt doppelt so lang. Also 40. Ne, es ist nicht doppelt so lang. Ich glaube, ich glaube, es fährt nicht ganz doppelt so lang. Es fährt 10 Minuten mehr. So, 15 Minuten mehr. Wollte ich gerade sagen. Doppelte von 29 ist 40. Da waren Mathe. Mathe habe ich durchgespielt. So, habe ich schon wieder eine Zwang. Diese stillen Zwangsen, die gehen voll auf den Keks. Was war denn jetzt? Ja, nicht bestätigt. Ja, okay. Ja. Flüsterzwangsen nennt man sowas. So. Wir dürfen jetzt aber nur noch 40. Müssen wir jetzt aufpassen. Ja, wir haben schon Verspätung. War ja fast klar. Wir
Wir fahren da nicht über die Rampe. Die Taranta-Rampe beginnt ja genau kurz nach der S-Bahn, Ende der S-Bahn-Strecke. Also kurz nach dem Bahnhof Tarant. Obwohl das hier auch schon mit 1,2% ein bisschen bergauf geht, aber das ist ja noch nicht die Rampe. Die Rampe hat 2,5%. Da müssen wir aber. Wir sind noch nicht mit dem Güterzug gefahren. Es gibt die beste Steigung hier gefühlt. Aber wir sind noch nicht mit dem Güterzug rübergefahren. Also, mein Spessart ist auch stark. Die Steigung, die ist auch cool. Aber da müssen wir mal einen richtig schweren Güterzug rüberschubsen. Schön mit Doppeltraktion oder sowas. So, ein bisschen schneller dürfen wir noch, aber nicht viel. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja, und dann enden wir gleich in Tarant. Ach nein, was war denn jetzt? Habe ich schon wieder irgendwas nicht bestätigt, dann Vorsignal. Sag mal, ich konzentriere mich auch gerade nicht auf die Signale. Echt, das ist unglaublich. So. Ja, gut. Habe ich schon gefragt, dass ich gesagt, dass ich letzte Zeit echt schlecht fahre. Immer schlechter gefühlt. Meine Lernkurve geht eher nach unten, habe ich das Gefühl. Dürften wir dann wieder? Ja, danke. Und diese Flüsterzwang, die sind wirklich interessant gerade hier. So, 35 gleich. Dann rollen wir hier schön in den Bahnhof Tarant ein. Mit 3 Minuten Verspätung. Auf 3 Minuten Verspätung auf 10. Halbe Stunde Fahrt ist auch schon wieder genial. Ja, ja. So. Was ist denn jetzt schon? Ich glaube, die PZB ist kaputt, ne? Ja, guck mal, ich habe das Signal bestätigt und habe trotzdem. Zwangserkennung. Ich glaube, die PZB ist hier immer noch kaputt bei dem Zug. Na gut, dann wissen wir es. Ja gut, dann vielleicht hätten sich doch andere Wagen leihen sollen. Der nächste Zug kaputt. Ich fürchte, die S-Bahn Dresden hat bald einen größeren Fahrzeugmangel. Weil hier dürfte die PZB gestört sein. Habe ich aber auch schon in Realität gehabt. Dann ist ein Zug irgendwo, ich bin da mit einer S-Bahn mal gefahren. Also mitgefahren. Mich würde auch niemand vorne reinlassen. Was ich sagen wollte war, da habe ich mit einer, da habe ich das auch gehabt. Da wurde, hat der dauernd irgendwie gebremst, dauernd an Signalen und so. Da habe ich mir schon gedacht, ja gut, da wird jetzt wahrscheinlich wirklich die PZB gestört sein. Weil er dauernd irgendwelche Zwangsen kriegt und die PZB nicht bestätigen konnte. Der hatte dann irgendwann auch 30 Minuten Verspätung oder so, die S-Bahn. So, Türen auf. Also ich glaube, das kommt in der Realität auch mal vor, dass die PZB dann gar nicht mehr bestätigt werden kann und der dich dauernd zwangsbremst. Ist natürlich, glaube ich, genial, weil du dann doch mal beim Fahrdienstleiter, hey, ich wurde gerade schon wieder. Gut, die wissen dann irgendwann, sagst du, yo, schon wieder. Er sagt, yo, kannst weiterfahren. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, dann stehen wir in Tarant. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.